Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Heute gibt es wieder ein neues What I Eat in a Day. Ein sehr einfaches, mit sehr vielen einfachen Rezepten, Sachen, die ich schnell so zusammenwürfel und wie ich so in letzter Zeit einfach gegessen habe. Oder an dem Tag, wie ich da gegessen habe. Wenn ihr Interesse habt, bleibt gerne dran, dann seht ihr das. Wenn ihr generell Interesse habt an veganen Rezepten, auch Taste-Tests und Food-Hauls etc., dann gerne den Kanal abonnieren. Falls ihr nämlich noch kein Abonnent seid, dann verpasst ihr auch kein Video. Das wäre nämlich sehr schade. Es gibt bald neue Upload-Zeiten. Da werde ich euch aber demnächst noch informieren. Haltet euch das nur schon mal so im Hinterkopf, ne? Aber es ist ganz cool, auch wenn ihr mir auf Instagram folgt. Dort heiße ich FunnyPilgrim. Da poste ich nämlich in meiner Story, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann kriegt ihr auch das direkt mit. Könnt ihr sofort draufklicken oder hochwischen und kommt direkt zum Video. Genau, das erstmal dazu und es geht gleich los mit dem Frühstück. Dieses Mal, und das mache ich in letzter Zeit sehr gerne, dass ich einfach zum Frühstück eine Frucht esse. Eine Frucht meiner Wahl war an diesem Tag eine Mango und oh mein Gott, war das die saftigste Mango, die ich in letzter Zeit hatte, wirklich. Also oder seit sehr, 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 sehr langer Zeit hatte. Also die war super saftig, ich hätte die so auspressen können wie so eine Orange und richtig so Saft haben können. Aber nein, ich wollte es natürlich richtig essen. Hab sie mir geschnitten, ich schneide sie immer so, ne? Ihr seht, Ding, Ding und den Kern raus und dann mache ich mir solche Kreuze rein, damit ich das dann mit dem Löffel rausholen kann, dann habe ich solche Würfel. Genau. Das ist so der Trick. Dann, weil, wisst ihr, was so gut zu Mango passt, was wirklich das beste Pärchen ist? Maracuja. Maracuja und Mango, oh mein Gott, das ist so delikat, wirklich total lecker. Einfach nur so auslöffeln. Meistens gibt es die in letzter Zeit so im Angebot, deswegen hole ich mir die auch ganz gerne. Und dann zum Mango, perfekter Begleiter. Super lecker. Das macht alles total exotisch und frisch und es schmeckt nach Urlaub. Und manchmal braucht man das, ne? Gerade jetzt, wenn man vielleicht nicht so die Chance hat, wegzufahren oder irgendwas, dann gebt euch einfach so ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause mit den Speisen. Und ich finde, dieses Pärchen, Maracuja und Mango, macht das für mich vollkommen. Also das macht richtig so Urlaubsfeeling pur. Sehr lecker und es heitert schon so auf und ja. Das ist so mein Frühstück. Also natürlich trinke ich auch Wasser und ich habe wieder meine B12-Tropfen. Wisst ihr, wie immer das Gleiche. Damit starte ich jetzt ganz gerne, wenn ich einfach Früchte so esse. Das ist immer anders, ne? Aber das ist jetzt so ganz gerne mal. Und dann mache ich eventuell zum Beispiel ein Workout. Ich habe auch gemerkt, dass es dann mir besser bekommt, weil ich dann nicht so voll bin. Und es gluckst nicht so rum im Bauch, wenn ich zum Beispiel mein Müsli mit viel Pflanzendrink oder so gegessen habe. Genau, und ich mache ja zurzeit sehr gerne dieses Jumping Fitness, ihr wisst, auf dem Trampolin. Ja, zu Hause. Und da kommt man sehr ins Schwitzen. Es macht Spaß, deswegen mache ich das sehr gerne und immer noch. Und gerade durch dieses Hüpfen, da würde man immer merken, wenn es so gluckst. Deswegen mag ich das ganz gerne, nur irgendwas Festes zu essen, ohne viel so Flüssigkeit in Form von wirklich Flüssigkeit. Ich meine, viel Wasser ist natürlich auch im Obst, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht viel Flüssigkeit so am Anfang. Versteht ihr, was ich meine? Dann kommt das zweite Frühstück, nämlich nach dem Workout ganz gerne. Ich meine, es variiert, ne? Manchmal Smoothie, manchmal das dies und das, manchmal gleich Mittagessen. Ich habe jetzt so ein zweites Frühstück gemacht. Das ist nämlich, was ich ganz gerne mache, auch wenn ich kein Workout gemacht habe, dass ich zum Beispiel meine Frucht esse und dann ein zweites Frühstück. Das ist dann schon etwas fester. Oh mein Gott, das ist jetzt das neue Ding bei mir. Ich sag euch, Dinkelvollkorngrieß. Ach, es ist so köstlich. Das Köstlichste. Das ist besser als alle anderen Brei-Sachen. Das fand ich jetzt so extrem lecker. Und es ist so schnell gemacht. Da könnt ihr gar nicht hinsehen, so schnell ist es gemacht. Also ihr braucht einfach nur einen Topf aufsetzen mit eurer Pflanzenmilch. Ne? Ich habe jetzt, weiß gar nicht, was ich da genommen habe. Wahrscheinlich Hafer. Und dann aufwärmen, also erwärmen, beziehungsweise einmal kochen und dann gebt ihr euren Grieß dazu, rührt es einmal um, stellt die Hitze aus, lasst es quellen, fertig. In ein paar Minuten habt ihr das. Es ist so köstlich. Ich meine, ihr könnt es noch aromatisieren, was super gut schmeckt, ist, wenn man zum Beispiel Trockenobst da reinschneidet, also schon mit der Milch, dann quillt das so ein bisschen auf, sehr lecker. Aber ich habe es so richtig simpel gemacht, also einfach nur den Grieß und dann oben drauf Zimt natürlich und dann gefrorene Himbeeren, die dann so ganz schnell durch diesen heißen Grieß auftauen und das wird dann so ein geiler Matsch. Schmeckt so köstlich. Also das könnte ich jeden Tag essen. Und ich weiß, es ist zwar jetzt heiß draußen, aber trotzdem mache ich das ganz gerne. Schmeckt einfach zu köstlich. Auch lecker als Zwischenmahlzeit oder als Dessert-Variante. Man kann es auch ein bisschen süßen, wenn man will, mit Ahornsirup oder so, Reissirup, Dattelsirup, das ist ganz lecker. Oder überhaupt ja Trockenobst reingeben, das gibt ja auch nochmal Süße. Oder einfach so anderes Obst oder Nussbutter, was auch immer. So viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Und es schmeckt so köstlich,
Das ist mein neues Ding, schmeckt echt super lecker. Dann gab es zum Mittag, das ist auch so ein komisches Essen. Also das ist so mein bevorzugtes Essen, was ich gerne, so würde ich gerne immer sein, dass ich nachmittags immer so ein, was sag ich mal, etwas leichteres esse und am liebsten kalt. Also kalt in Form von nicht komplett gekocht, gebraten und sowas. Und etwas leichteres, sodass ich noch mehr Energie habe. Das ist, wie ich es gern hätte, gelingt mich immer. An dem Tag ist es mir gelungen. Da habe ich einfach so einen Salat gemacht aus Quinoa. Das war jetzt wieder so ein Tricolore-Quinoa, weil sieht das schön aus, ne? Das ist einfach der einzige Grund. Und dann habe ich ja reingeschnibbelt, was ich so da hatte. Ich hatte noch Bohnen, die habe ich kurz, nein, nicht blanchiert, die habe ich gekocht, einfach so weich gegart. Tomate, da könnt ihr alles reinhauen, was ihr so da habt. Das ist auch ein tolles Rezept für alles, was ihr im Kühlschrank noch für Reste da habt, einfach rein damit und es schmeckt umso besser. Das Ding ist nur, mir ist mein Dressing nicht so gut gelungen, muss ich sagen, diesmal. Ja, ein kleiner Fail ist mir passiert. Es war okay, ich meine, ich habe das ganze Ding trotzdem gegessen, aber es war so, naja, es hätte besser sein können. Was ich nämlich gemacht habe, ich habe Erdnussmus genommen und das war nicht so geil für das Dressing, das passte nicht so gut, einfach also für meinen Geschmack. Besser wäre gewesen, ihr hättet Tahini oder ihr hättet Mandelmus oder ihr hättet Cashewmus. Das wäre sehr gut gewesen. Aber das hatte ich da nicht da, deswegen habe ich Erdnuss genommen. Aber es ist halt sehr extrem. Also ich finde, es schmeckt dann halt sehr viel nach Erdnuss. Genau, und das habe ich aber verdünnt mit natürlich einer Säure. Da könnt ihr Zitrone nehmen, Essig, was auch immer. Und dann natürlich gut Salz, Pfeffer, Würzen und andere Kräuter, wenn ihr wollt, gehen auch noch. Und das dann gut vermengen und das ist dann mein Salat. Da ist die Menge entscheidend. Viel umso besser, weil das sättigt dann durch die Menge nicht unbedingt das Gericht an sich. Wisst ihr, was ich meine? Weil es ist sehr leicht und es ist auch gut so. Also jetzt im Sommer ist es sehr gut zum Beispiel sowas. Und das ist das, wie ich es gerne hätte, wie gesagt. Ich würde gerne mittags mehr sowas Leichtes essen, damit ich nicht so müde werde und abends reingehauen. Nein, nicht reingehauen, aber da gibt es mal gebratenes Zeugs und so. Ein bisschen aufwendiger und so weiter. Wobei, mein Abendessen, ich sag euch, null Aufwand. Es ist wirklich so einfach gemacht. Sehr lecker und auch sehr so natürlich belassen, sag ich mal. Weil, ja, nicht so viel Schnickschnack. Wenige Zutaten. Das ist immer ganz gut für die schnelle Nummer. Nämlich, ich habe abends Basmati-Reis gemacht. Ich habe wieder so meine Liebe zu Basmati-Reis entdeckt. Sehr lecker. Vor allem dieser. Den muss ich nochmal kaufen, das jetzt alle. Der war sehr, sehr, sehr gut. Und der ist mir gut gelungen, weil ich mache jetzt alle meine Reissorten im Reiskocher. Und yay, mir gelingt jetzt immer Reis. Immer. Ich kann immer Reis essen. Das gelingt mir immer. Geil, oder? Also, ihr lacht jetzt vielleicht, aber mir hat das ja immer Probleme bereitet, weil ich nie wusste, wie die perfekte Mischung ist oder das perfekte Verhältnis. Schwierig. Und meine Mutter ist da keine Hilfe. Sie als Philippiner hat dann ihr Messstab an ihrem Finger und sagt dann genau so viel Wasser bis hierhin muss da rein. Ich habe es nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie das sein soll. Da dachte ich auch, okay, da ist nichts mehr anzufangen. Hier, nimm den Reiskocher, dann klappt schon. Klappt. Ja, Basmati-Reis wieder ganz cool. Ja, mag ich gern. So fluffig. Ich mag eh Langkorn ganz gerne. Also wenn, dann Basmati auf jeden Fall. Genau, den habe ich erstmal kochen lassen. Also erstmal schön gewaschen, ne? Immer wichtig. Reis waschen, 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 waschen. Und bis das Wasser klar ist. Das ist das Einzige, worauf man wirklich achten muss. Und dann einfach Reiskocher an und fertig. Dann mache ich einfach, es passiert, es klappt immer, egal wie viel Wasser ich reingebe, es klappt immer. Und in der Zwischenzeit bereite ich mein Zeug zu, was ich braten werde. Ich mache einfach so ein Stir-Fry. Und zwar habe ich einmal meine Aromaten. Das ist zum einen Knoblauch, ganz wichtig bei mir immer. Habe ich einfach grob in Scheiben geschnitten. Ich habe es mir so einfach gemacht wie möglich. Dann Ingwer. Da mein Tipp, ihr braucht keinen Sparschäler oder kein Messer nehmen, um irgendwie die Haut zu entfernen, sondern ihr nehmt einfach einen Löffel. Den könnt ihr dann ganz einfach und mit wenig Verlust, nämlich schälen, das ist wichtig. Aber ich wollte es euch nur mal so zeigen, das ist gar nicht wichtig bei meinem Rezept, sondern ich schneide den auch nur ganz grob so in Scheiben. Fertig. So, dann gebe ich das in eine heiße Pfanne mit etwas Öl und brate schon mal an, bis so ein bisschen so Aroma entsteht, ne, in der Küche. Und dann gebe ich noch Räuchertofu dazu und ich sage euch, das war der beste Räuchertofu, den ich jemals hatte. Bisher, ich weiß nicht, ob ihr schon öfter mal Räuchertofu gekauft habt, der ist ja meistens relativ fest. Und ich mag meinen Tofu nicht so gern fest, ich mag ihn schon eher weich, also mittelweich bis sehr weich sogar. Und der war so saftig, so richtig schön saftig, hat trotzdem ein ganz tolles Raucharoma gehabt. Genau, und den habe ich auch nur in kleinen Würfel, also in Würfel geschnitten, habe es mit angebraten, bis es ein bisschen braun wird. Dann gebe ich noch einfach das dazu, was ich so im Kühlschrank hatte. Das war zum einen Champignons in Scheiben geschnitten, auch nochmal so ein bisschen mit anbraten, bis die weicher werden. Und ganz zum Schluss
gebe ich meinen Pak Choi rein. Den habe ich auch grob zerkleinert und dann nochmal kurz mit anbraten und dann lösche ich das Ganze mit etwas Sojasauce ab und ein bisschen Reissirup. Ist immer ganz lecker, so eine leichte Süße drin zu haben mit Sojasauce, finde ich zumindest. Und dann könnte man noch ein bisschen Säure hinzugeben, in Form von Zitrone oder Essig. Ich habe nur so einen kleinen Schluck Essig reingegeben. Ich glaube, ich habe es nicht aufgenommen, ich bin mir nicht sicher. Zitrone wäre besser gewesen oder Limette wäre richtig gut gewesen. Aber ja, so ein bisschen Säure. Das rundet das alles nochmal ab. Dann nochmal abschmecken mit Pfeffer. Und das war's. Dann könnt ihr es beiseite stellen. Der Reis sollte auch schon ready sein. Ich mache in letzter Zeit jetzt immer diese Häufchen mit der Tasse. Zack. Das sieht dann ein bisschen schöner aus in der Präsentation. Dann mein Gemüse dazu. Einfacher geht's nicht, oder? Habt ihr gesehen? Ein paar Minuten ist das entstanden. Und dann gebe ich noch ein bisschen schwarzen und weißen Sesam drüber und fertig ist das Gericht. Es sieht nicht nur lecker aus, es schmeckt total lecker. Es ist auch so ein bisschen, wie ich meinte, so ein bisschen natürlicher, weil nicht so viel Soße. Aber es ist schon Soße da, ihr seht. Das reicht auch vollkommen. Alles ist trotzdem saftig. Es schmeckt sehr gut. Ihr habt das wirklich in 10 Minuten gemacht. Wenn euer Reis mitspielt, der dauert ein bisschen länger. Aber ja, in 10 Minuten habt ihr es gemacht, habt ihr das Gericht und es schmeckt jedem. Und es schmeckt auch jetzt, wenn es so heiß ist, trotzdem, weil es so ein bisschen trotzdem erfrischend ist. Durch diesen, der Basmati ist nicht so erdrückend, finde ich. Das ist so ein leichter Reis. So fluffig, leicht, locker. Das war jetzt alles. Das war alles, was ich an dem Tag gegessen habe. Seltsame Kombination vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ja, mehr oder weniger variiere ich in dieser Sache gerade. Ich hoffe, es war wieder eine Inspiration für euch da. Und ihr probiert vielleicht das eine oder andere aus. Und das Wichtigste ist, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.